was wir haben gelernt in dem 13. Kapitel über die Beineni. Im 13. Kapitel haben wir gelernt, dass das MS, die Midas der MS, ist die stärkste, was es gibt. Und die Beineni ist, wo er halt, für seine Ebene, wo er halt, ist er MS. Die Beineni, deswegen sagen wir auf die Beineni, selber sehr schäuft, die Beineni wird geherrscht von der Jeze Teuf und von der Jeze Hara. Ist es an? Die Beineni wird geherrscht, aber er wird nicht geherrscht, er wird beurteilt von der Jeze Teuf und der Jeze Hara. Die sagen ihm, was zu tun. Aber tut er, wie er versteht. Das heißt, der Beineni ist nicht ein Sklave. Es gibt Menschen, die sind Sklaven zu seinen Instinkten. Sie sind nicht freie Menschen. Sie wollen essen, können sie essen. Was ist ein Hund? Ein Hund will essen, Esther. Er will rausgehen, geht er. Denkt nicht, wo er besucht, wo er sich befindet, was er macht. Es gibt Menschen, die agieren nicht mit was ist richtig, sondern mit was die fühlen. Wenn man agiert nur mit was man fühlt, kann man viele Fehler machen. Und man hat dann keine Selbstherrschung. Wir befinden uns in einer Welt, wo Menschen denken, wenn ich tue, was ich fühle, bin ich frei. Nein, das stimmt nicht. Wenn wir tun, was wir fühlen, sind wir nicht frei. Dann sind wir Sklaven. Frei ist derjenige, der kann herrschen, wo der Kopf herrscht über dem Herz. Was ist ein Mensch, wenn er nur isst, trinkt, schlaft, Urlaub macht? Was ist er? Gar nicht, was der gemacht hat auf der Welt. Wenn ein Mensch verbindet sich mit etwas, über die Mensch ist, wenn der Mensch verbindet sich mit dem Ewigen, dann ist es grenzlos. Dann geht er über seine eigenen Grenzen raus. Und das ist ein Beineni. Er herrscht über sich. Und dieser 14. Kapitel wird uns beibringen, wie die Mensch das machen kann. Wie die Mensch kann aufpassen, von den bösen Dingen wegzubleiben und die guten Dinge zu tun. Wir werden lernen, ein Tzaddik, nicht jeder kann sein ein Tzaddik. Ein Tzaddik, wo er keine Jezahara mehr hat, oder wo sein Jezahara stillgelegt, kann nicht jeder sein. Aber ein Beineni kann jeder sein. Jeder kann herrschen über seine Taten. Jeder kann herrschen über seine Rede. Jeder kann sogar herrschen über welchen Gedanken, die er denken will. Er kann nicht herrschen, dass er überhaupt nicht denken soll. Aber er kann herrschen über die Gedanken, welchen Gedanken. So vielleicht die Wille, dass die Mensch will was machen, nicht gut ist, die kommt im Kopf, kommt sogar im Herz, aber in der Tat, in der Rede und in der Verstand der Mensch, das herrscht die Mensch total bei einem Beineni. Und das ist die Besonderheit von dem Beineni. Und das sagen, Gott sagt, wir sollten sein ein Tzaddik, wir sollten sein die Beste, was wir sein können. Als einzige Zitopädie kann man nur sagen, es steht in die Anfang der Tanja. Es wird in die Tora gesagt, Ki karov eilecha hadover me'oid beficho u bilwofcho la'soysoi. Es liegt in die Nähe der Mensch, zu Gott zu kommen. Es ist in unser Mund, es ist in unser Herz, das heißt in unser Gedanken und in unser Tat. Es ist in uns abhängig. So von einer Seite, nicht jeder kann sein ein Tzaddik, nicht jeder kann sagen, ich habe keine Jezahara mehr. Ich habe keine Bündung. Aber jeder kann Gott dienen auf einen Weg, dass er die Beineni-Status erreichen kann. Und das ist unsere Aufgabe. Es gibt eine Geschichte von Rab Zusha von Anipoli. Rab Zusha von Anipoli war ein großer Tzaddik, ein Talmid von der Magid. Und einmal jemand hat ihn beobachtet, dass er befindet sich bei ihm zu Hause in seinem Wohnzimmer. Und er geht rum in die Wohnzimmer, macht einen Kreis in die Wohnzimmer. Und er spricht mit wem? Mit sich selber. Und was sagt er zu sich selber? Er sagt folgendes. Er sagt, Zusha, sein Name war Zusha, Zusha von Anipoli. Sagt er, Zusha, wo bist du? Zusha, ich suche dich, wo bist du? Zusha, wo bist du, Zusha? Aber er spricht nicht zu jemand anders, er spricht zu sich.
Der Mensch klappt auf der Tür und sagt, so ist alles okay. Was ist los? Was heißt, wo bist du? Es hört sich an, etwas, das ist nicht stabil. Der Mensch ist nicht normal. Okay, nicht normal. Was ist das? So, du bist da. Sagt der Sushi zu ihm. Sagt er, Durak, Durak, sagt er. Typisch, typisch, sagt er. Nar, nar, sagt er. Die Tag wird kommen, wo es wird plötzlich sein, ein Geschrei in der Stadt. Sushi ist nicht mehr da. Alle werden weinen. Sushi ist nicht mehr da. Alle werden weinen. Wo ist Sushi? Ist nicht mehr da. Nicht mehr mit, nicht mehr da. Aber ich werde doch da sein. Aber trotzdem, alle werden, mein Körper wird da sein. Aber alle werden sagen, Sushi ist nicht mehr da. Wo ist er? Ist nicht mehr da. Der Sushi, was ich werde dann suchen, der suche ich heute. Das heißt, was heißt das suchen? Der Leben. Ich suche heute den Leben. Was ist der echte Mensch? Ist der echte Mensch der Körper? Oder ist der echte Mensch der Scham? Heute ist der Yotzef in der Zemachzeitung, heute ist 13. Nisan, 5777. Zemachzeitung war ein Kind, gespielt mit seinem Opa, der alte Rebbe. Der alte Rebbe sagt ihm, er war ein dreijähriges Kind, zwei Jahre, sagt ihm, wo ist Opa? So fasst er in sein Bart. Sagt er, nein, das ist nicht Opa, das ist die Bart von Opa. Sagt er, wo ist Opa? Fasst er in seine Hand. Sagt er, nein, das ist nicht Opa, das ist die Hand von Opa. Wo ist Opa? Fasst er um seinen Kopf. Sagt er, nein, das ist nicht Opa, das ist die Kopf von Opa. Das Kind plötzlich steht auf, ist einfach zärtlich, rennt raus in dem Raum, rennt in die andere Zimmer und er sagt, seht ihr, Opa! Sagt er, was? Sagt er, hier ist Opa. Die Mensch ist nicht die Zusammenfassung mit seinem Körperteil. Die Mensch ist eine Schamme. Der Kapitel wird uns sagen, was ist eine Schamme? Was, wie können wir sein, was wir sind? Wie können wir sein, die Beste, was wir sein können? Der Besucher von Antipoli, er hat gesagt, nach 120 Jahren, wenn er kommt oben zu Gott, Gott wird ihm Fragen stellen. Aber Gott wird ihm nicht die Frage stellen, Susche, warum warst du nicht so heilig wie Moshe Rabbeinu? Oder warum warst du nicht so besonders wie Shmuel HaNavi? Oder warum hast du nicht so viel Torah gelernt, wie David HaMelech, die immer Torah gelernt hat? Oder warum warst du nicht wie Abai und Rabbi? Das wird er nicht sagen. Gott wird eine Frage stellen. Susche, warum warst du nicht Susche? Warum warst du nicht, wo du sein konntest? Gott wird dir nicht fragen, warum warst du nicht wie jemand anders. Gott wird dir fragen, warum hast du dein Potenzial? Tanja Kapitel 14 will uns sagen, dass jeder hat die Fähigkeit, ein Beinani zu sein. Und das ist unsere Aufgabe. Immer zu streben, wie die Flamme. Immer zu streben, wie Pesach, springen. Immer zu streben, noch mehr, noch höher. Und nie sich zu entspannen und sagen, ich habe schon ein Niveau erreicht und das bin ich. Nein, immer höher zu gehen. Und das ist, was der Kapitel sagt. Und so lassen wir machen. Hinein mit das Beinani, mit das Kol Adam. ואחריה כל אדם ימשך. לא. דאבנה פנבנני יש פא ידן מנשן ארייכבר. ונידר מנש זולטה אין אנשטרם. דס הייסט נימן כזאגן, זה דיש פא מיר, צו הרשן אין מיין טאגן. הייתי גיסט אין אור קרנקייט. הייתי גיסט מנשן די האם בשטימפטן דינגה, דס אי פילן. Und die sagen, ich darf es machen, weil ich fühle so. Wenn ich fühle so, dann heißt, ich bin so. Dann ich darf alles machen. Es gibt verschiedene Orientierungen, verschiedene Dinge im Leben. Manche sagen, ich fühle mich so. Wenn ich fühle mich, jeder, was fühlt, darf machen, was er fühlt. Es ist so eine Gesellschaft, die macht immer, was sie fühlt, das ist nicht so gut. Aber es ist eine Krankheit. Menschen denken, ich fühle mich so, darf ich machen. Wer sagt, seit wann dürfen wir unsere Gefühle machen? Aber so sind wir, also so kommt der Tanja und sagt uns, dass jeder kann sein Benjamin. Wenn die Menschen nur möchte, der Mensch kann herrschen, aber er muss es wollen. Der Mensch kann herrschen über sich. Er kann aufpassen auf seine Taten, er kann aufpassen auf seine Rede, er kann sogar aufpassen auf seine Gedanken. Aber es ist eine Mühe. She yachol Adam, she akol Adam yachol li es Benjamin, mechol eisu mechol shah. Jede Person kann zu jeder Zeit und zu jeder Stunde ein Benoni sein. Jeder Moment, ein Mensch kann ein Benoni sein. Und ein Mensch kann nicht sagen, es tut mir leid, ich kann nicht. Ich konnte nicht, tut mir leid. Ich hatte nicht die Möglichkeit zu herrschen über sich. Das kann man nicht sagen. Jeder hat die Möglichkeit. Jeder, auch wenn es nicht schwer, nicht leid, aber jeder kann in der Tat
So wird er machen. Weggehen von dem Bösen. Wie macht er das? Erstmal die Menschen auf eine Sache konzentrieren. Nicht sagen, ich will alles. Eine Sache. Einigen Körper mit sich. Und dann danach die nächste. Aber der Mensch soll gezielt. Und warum kann es jeder erreichen? Warum kann es jeder machen? Weil der Beinani, er ist nicht jemanden, der komplett lehnt ab und verabscheut das Böse. Die ist in seinem Herzen ein Fakt. Es gibt noch, die Menschen wird nicht plötzlich ein Zadig, dass er sagt, ui, ich sehe unglaublich. Nein, er sagt, ich will auch manchmal Dinge, die nicht gut sind. Aber ich tue es nicht. Ich tue es einfach nicht. Und ich rede es nicht. Und ich denke es sogar nicht. Und wenn ich beginne, das zu denken, sage ich, jetzt muss ich was anderes denken. Und wenn ein Mensch will was denken, er kann. Wenn ein Mensch befindet sich in einer Gefahr, wird er denken, wie kann ich jetzt sich retten? Weil er weiß, dass er in einer Gefahr ist. Es ist einfach so. Und die Mensch, wenn er will was denken, denkt er. Wenn er möchte, kann er es denken. Und das ist die Aufgabe von dem Mensch. Und deswegen kann jeder ein wenig sein. Und nicht alle Zeiten sind gleich. Was heißt es? Auch sind nicht alle Zeiten gleich. Das heißt, dass, obwohl es gibt manchmal Zeiten, wenn es ist leichter, wenn die Menschen in der Synagoge ist, es ist mehr spirituell, man gibt andere Zeiten. Und wenn er bettet, ist er stärker und nach dem Gebet ist er weniger und so weiter. Aber der Beinani trotzdem hat in sich nach diesem Wille von materiellen Dingen. Aber er kann beginnen, er ist so mehr aber asetiv. Da haben wir bepoil mamisch und bemeistert über Machschava. Der Beinani in der Tat, in der Ausführung, in der Tat und in der Wort. Seine Aufgabe ist es, viel mehr von Bösen abzukehren und Gutes zu tun. In praktische Ausführungen, in der Tat, in die Worten, die Gedanken. Die Beinani kann vielleicht nicht seine innere Werk ändern, aber er kann seine Taten, seine Rede und seine Gedanken, er kann auf sich herrschen. Und das kann er immer machen. Und deswegen hat er die Möglichkeit, dass jeder Mensch kann das erreichen. Shabbahem abchira wa yichodes wa reshus nusunu le kol odom. Lafes, le daber, le lachshev, gamma shu negativis le bivav chamamish. Tatsächlich betreffen dieses, werde jeden Menschen die Wahl, die Möglichkeiten, die Erlaubnis erteilt, zu tun, zu sagen und zu denken, was er hat, auch wenn es gegen seine Herzen. Das heißt, ein Mensch hat eine Leidenschaft, der Mensch will etwas. Er will essen eine Schokolade oder er will was anderes, er will etwas, die verboten ist. Er will Chas v'Shalom essen, etwas nicht kochen. Normalerweise ist es nicht, dass der Mensch versteht, das ist gut so. Er will, ein Mensch hat eine Teive. Manchmal, wenn die Wille ist da, wenn der Mensch hat eine Teive, hat eine Leidenschaft, kann man jetzt nicht mit ihm reden. Rational. Halt nicht durch. Ja. Rational ist. Es kommt nicht an. Aber auch plötzlich, auch wenn er will was, und er rennt und essen, Chas v'Shalom, ein Stück Chaser, Chas v'Shalom, er kann jeden nicht gedacht, oder er kann machen andere Erwähler, was ist verboten, was ist verboten, was essen, oder ein Mensch, eine verbotene Beziehung und so weiter. Auch plötzlich wird kommen etwas, die jemand schrecken wird, wird er sich, er geht auf die Straße und der Otto wird kommen schnell, wird er sich, ei, bis jetzt war er, weil er versteht, dass wenn er geht jetzt nicht auf die Straße, über die Auto wird ihm reinfahren. Verstanden? Ja. Das heißt, wenn der Mensch will, der Mensch kann sich in Kontrolle nehmen. Aber der Mensch muss stoppen. Er muss die Finger spitzen, er muss sich Kontrolle nehmen. Aber das nur, wenn er will. Wenn man will, kann man das machen. Wenn Mensch ist sehr, sehr müde aufzustehen in der Schule, sehr müde, was kann ich machen? Aber er weiß, wenn er hat einen Flug zu haben und wenn nicht, dann vermisst er seinen Flug. Steht er auf! Richtig. Genauso, wenn ein Mensch will, der Mensch kann Tag gehen und es gibt auch Flüssisch auch. Wenn der Mensch will, kann der Mensch das machen. Und das ist, was er sagt. Ja. Warum? Weil die Dinge von Rede, von Gedanken, Rede und Tat, das sind nicht die Mensch selber, das sind die Levushim, das sind die Kleidung der Mensch. Das ist nicht die Mensch selber.
Das ist nicht der Essenz der Mensch. Und über die Kleidung kann der Mensch herrschen. Die Mensch kann immer herrschen, jeder Ort und jeder Zeit. Ki gam bishor sha'alev choyme idu misara eiso taime gashmiz behetten oi behissach hasu sholom yochad is gabu lasir daiti mimeno. Aber tatsächlich, und das ist ein ganz wichtiges Wort jetzt hier, dass auch, wir sind bei dem Wort auch, zweite Wort der Zeile, auch wenn das Herz nach irgendeiner materiellen Leidenschaft gelüstet und er geht auf die Weg, sei es erlaubte oder Gott behüte verbotene Natur, kann der Mensch Kraft sammeln und seine Aufmerksamkeit völlig davon abwenden. Wie? Indem er zu seinem Herzen sagt, ich möchte nicht einmal, sogar einen Moment böse sein. Denn unter keinen Umständen möchte ich von Gott abgeteilt und getrennt werden, Gott behüte. Wenn die Menschen in dem Moment chapsig, sagt in dem Moment, ich schneide mich von Gott ab, wird das stoppen. Was ist das Problem? Man sieht nicht in dem Moment, wie man schneidet sich von Gott ab. Aber wenn ich sage, haben wir die Limbe, die Sünde trennen uns von Gott. Wenn die Mensch macht eine Weide, er sieht das nicht. Das ist erst später. Ui, das habe ich gemacht. Aber du beschaust der Weide, in dem Moment denkt er nicht darüber. Genauso mit jeder Sache. Wenn der Mensch sieht die Konsequenzen sofort, wird er es nicht machen. Wenn der Mensch sieht, er macht damit so, psch, macht eine Weide, wird er es nicht machen. Genau wie beim Essen. Ein Mensch macht eine Diät. Ja, er hat eine Diät. Und er sagt, das ist nicht gefährlich, jetzt esse ich den Schokoladenkuchen. Natürlich, ich mache, im Prinzip mache ich eine Diät, ich mache auch weiter eine Diät. Nicht, dass er sagt, ab jetzt, keine Diät. Man sagt er nicht. Er sagt, jetzt, einmal, aber der Mensch ist zuckerkrank, ja. Er sagt, einmal esse ich jetzt eine Sache. Im Prinzip, ich passe auf. Ich halte dran. Der Mal ist, wird nicht ein Teil von dem Cheshbon. Es wird nicht ein Teil von dem Kotel. Nur einmal. Nein, Mann! Seide! Nicht das euch schlimm. Ich meine, er macht einmal, zweiten oder so. Dann kommt er zum Doktor und sagt, oh, du war vorhin dein Zucker. Und ich sage, was sagt der Doktor? Das heißt, im Prinzip ich halte. Er sagt, du halt, immer, wenn du nicht halt, hast du. Genau so ist das in der Welt. Im Prinzip sind wir nicht sicher, wir sind eine gute Sache. Aber hin, alles kommt zusammen. Und man denkt, das wird nicht gerechnet. Das ist das, was der Rebbe sagt, wie kann die Mensch, der Rebbe gibt uns auch eine Methode, einen guten Rat. Wenn die Menschen sind die Hitze der Leidenschaft, soll in dem Moment sich eine unangenehme Frage stellen. Willst du sich abschneiden von Gott? Du wirst nicht, stopp. Und die Menschen, wir haben ein System von Checks and Balances. Die Menschen müssen deswegen haben einen Zaun. Weil der Mensch ist nicht immer stark genug. Wir sind nicht immer stark genug. Wir sind auch immer schwächer. Wir sagen jeden Tag im Namen, wir alte Reini. Deine Säule. Bring mir nicht meine Prüfung. Weil die Menschen sind stark. Und deswegen haben die Chachamim, die Weisen gemacht, Abstände. Siogla Teure. Und gemacht Abstände. Grenzen. Grenzen. Damit wir nicht reinfallen. Weil wir gehen zu viel. Ein Mensch geht zu viel Fahrt auf eine Straße, der geht auf einen Berg, und er fährt zu viel auf die Seite, das ist gefährlich, you know, wir können runter. Das haben die Chachami gemacht. Halachis und Menhagim und Abstände, damit die Mensch nicht runterfällt. Und das ist gefährlich. Aber das, und eine von den Sachen, es steht, you know, ein Beispiel davon ist Yichud. Yichud. Yichud, ein Mensch, darf nicht sein mit einer Frau, geschlossenen Raum oder nachts und so. Viele Halachas. Warum? Weil ein Apotropos, keiner kann die Verantwortung übernehmen, weil er ist. Und das ist, die Jezahara arbeitet. Er schlaft nicht Jezahara. Er arbeitet schwer. Und je heiliger die Menschen, je mehr Mütze die Menschen machen, noch schwerer die Jezahara wird arbeiten. Deshalb gesagt, der Rebbe, der Mensch muss immer so eine besondere Erinnerungskarte haben. So ein rotes, glänzendes Licht. Und die Menschen mitten rennen, den Teufel zu machen. Stopp. Wirst du sich abschneiden von Gott? Das Mensch beruhigt sich ein bisschen. Es gibt einmal, der Zemach Zedek, der
hat mal gesagt, einer ist gekommen zu mir und gesagt, ich habe ein großes Problem. Ich werde sehr schnell wütend auf Menschen. Und wenn ich werde wütend, ich kann... Ich sage das immer zählen, weißt du, wütend zu werden, ist ein sehr ernster... Sehr ernster Weg. Steht Kolakoyes, Keilu, Oiveit. Der, was wütend wird, das ist wie er dient, Gerze dient. Warum? Warum bist du wütend? Weil du glaubst, es sollte nicht so sein. Aber hättest du geglaubt, es gibt ein Ewigste. Und der Ewigste macht alles auf der Welt, wärst du nicht wütend, weil alles ist von Gott. Oh, obwohl der hat verloren meinen Schlüssel. Und er ist ein Schlamassel. Aber er hat verloren den Schlüssel. Aber Gott wollte, ich soll den Schlüssel verlieren. So, wenn es von Gott ist, dann... Hat der Masada gesagt, weißt du, ich gesagt, gib mir einen Rat. Ich weiß, das ist nicht gut. Aber gib mir einen Rat. Der Rat ist folgendes. Zu machen eine Weide von einer Weide so, das ist ein sehr ernst. So jeden Mal, du denkst, du willst wütend werden, sag zu sich, ich will wütend werden, ich will ja wütend, aber ich muss sagen, dass es berechtigt ist. Dann mal eins auf Schulchan Aruch. Und guck und sehe, ob das so eine Sache, ob es berechtigt ist, wütend zu werden. Bis dann, bis es raus auf Schulchan Aruch, müssen wir es gucken, wenn schon die ganze Luft... Auch die moderne Psychologie sagt, es kommt von Teilen. Und ein Mensch will etwas runter, wart, zähl bis 10. Aber manchmal ein Mensch schreibt einen Menschen, heute sind wir in der Welt von E-Mail. Ein Mensch schreibt, schießt ein E-Mail. Twitter. Wie kann er sowas sagen? Und er sagt, ich muss ihm antworten, auf keinen Fall. So, ich, von mich selber, was ich mache, ich schreibe ein E-Mail eine Antwort. Damit es kommt raus von dem System. Aber ich schicke das nicht ab. Ich habe es geschrieben. Und wenn man nicht schreibt, solange man nicht was gemacht hat, es ist drin. Es kann nicht. Schreibt immer. Schicke zu sich selber. Morgen, guck, ob du willst. Morgen wirst du schon anders gucken. Morgen machst du die E-Mail auf. Sag, Gott sei Dank, ich habe die E-Mail nicht geschickt. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ich habe es nicht geschickt. Ich mache das auch selber. Mensch, wenn ein Mensch schreibt, etwas überhaupt stimmt nicht. Stimmt, Locksche mit Pfeffer, stimmt nicht, nicht ermessen. Aber schreib es zu sich. Noch eine andere Adresse. Später wird man anders gucken. Der Alte Rebbe sagte, genauso mit jeder Mitzvah. Ein Mensch will machen eine Weide. Soll machen ein System von Checks and Balances. Wo fragen, bist du sicher? Bist du sicher, du willst das machen? Willst du anders überlegen? Nur alleine die Fakt, dass die Mensch macht Abstand, Zeitabstand, Überlegung, stoppen. Und die Menschen, und der Altrebbe geht nach mehr. Also die Menschen sollen die Frage stellen. Was ist das Abschneiden von Gott? Nein, das Abschneiden von Gott. Aber das ist, was es ist. Und das Altrebbe hilft uns, wie umzugehen mit unseren Schwächen. Das ist, was er sagt uns. Wie kann die Mensch was machen? Wie kann die Mensch machen, dass er soll erwecken die Liebe zu Gott? Und er sagt zu sich im Herz, Eineni roitze liyes rosh afilu sho achas. Ke eineni roitze liyes muvdo venifin chasa shom ya shem ya chod beshom haifin. Ke dichsiv av enei seichem hayu mavdili. Die Mensch sagt zu sich, stellt sich die Frage, sagt zu seinem Herzen, ich möchte nicht einmal für einen Moment böse sein. Denn unter keinem Umständen möchte ich von meinem Gott abgeteilt und getrennt sein, Gott behüte. Wie es steht, geschrieben, dass die Sünde scheiden. Ich will vielmehr meine Seele, mein Nefesh und Neshama, an ihm binden. Indem sich die drei Kleidungen, Gedanken in den Tag, in Gott und in seinen Toren, in seinen Mitzvahs gebunden sind. Aus der Liebe zu Gott heraus. Und das ist eine Methode, was der Mensch machen kann. So von hier nimmt man dann Kraft zu überwinden die Jezahore. Wenn der Mensch hat immer vor sich so ein Messgerät. You know, manchmal, Menschen fahren schnell auf der Straße. Aber dann, es gibt so ein Gerät, das sagt, Sie fahren jetzt. Zu schnell. Steht nicht so, Sie fahren jetzt. Wenn da fahren 50, Sie fahren jetzt 66. Warum? Hilft die Menschen verstehen, was er macht. Weil jeder Jid, ausnahmelos, hat einen starken Wille zu sein, eins mit Gott und nicht gebunden, nicht getrennt von Gott zu sein. Ein Jid, nicht, der alte Rebbe hat gesagt, nicht er will und nicht er kann sich zerreißen weg von Gott. Jeder Jid in seiner Natur will machen damit so.
Nur was? Er weiß es nicht, es ist gedeckt. Ein kleines Kind. Schreit, ich will nicht, ich will nicht, ich will lassen. Das ist so. Tief drin weiß er, aber es ist zu schwach. Also, da hat doch nicht gedacht, nur das allein. Seine Wille ist gedeckt. Und wie kann er das machen? Dadurch, dass die Mensch sagt, ich will nicht sein ein böser, schlechter Mensch. Ich will sein gut mit Gott. Ich will gebunden sein mit Gott. Und wo nimmt die Mensch die Kraft dafür? Wo nimmt er das? Me ava mesuteresh belibi la Hashem. Kimoi belev kos yisrael shenikra evi shmecha. Wo nimmt er die Kraft aus der Liebe zu Gott heraus? Die in meinem Herzen, sagt die Mensch zu sich, so in meinem Herzen alle Juden, Liebende deines Namens genannt, verbogen ist. Jeder Mensch hat diesen eingebogenen, eingewurzelten Liebe zu Gott. Auch wenn er es nicht fühlt, ist es da. Genau wie ein Kind zu seinen Eltern. Fühlt immer diese. Auch wenn er es nicht fühlt, die Liebe ist da. Fühlt es nicht immer. Manchmal, die Eltern sind sehr krank, und dann fühlt er, fliegt er die ganze Welt rum, um dabei zu sein. Aber die Liebe ist immer da. Und noch mehr, ein Mensch kann sagen zu sich, auch ein einfacher Mensch, auch Kalschem, Kalim, Jochen, Limser, Nafschek, Nisch, Hashem. Auch die leichtfertigen Menschen, die alles unernst nehmen, sie können sein Leben für Gott opfern. Und ich bin nicht weniger wie die leichtesten Mensch. Und die Mensch kann das machen, weil in eingepflanzten, eingewurzelten jeder Jid ist eine natürliche Liebe zu der Ewigste. Aber jetzt kommt es zum Prüfung. Aber normalerweise, wenn es geht um eine kleine Weile, wenn der Mensch denkt, das kleine, natürlich bin ich noch mit Gott. Ich bin noch ein Jid, viele sagen. Ich bin eine Jude. Ich fühle mich jüdisch. Aber er macht nicht, was der Ewigste sagt, immer. Aber er denkt nicht, dass dadurch wird er abgeschnitten von Gott. Aber wenn jemand kommt und sagt, hören Sie, entweder gib auf deine Religion, hast du Schollen, oder ich werde toten. Was wird er sagen? Toten. Ei, woher nimmt er diese Kraft? Er ist nicht ein praktizierender Mensch. Es gibt die berühmte Geschichte von Yossel der Ganef. Kennst du die Geschichte von Yossel der Ganef? Er war nicht der größte Gang. Jeder wusste einmal im Jahr, kommt man ein Besuch von Yossel der Gang. Er war nicht der Chappe, nicht der Arzt genommen. Er ging um eine Sache von zu Hause. Ein Teller, ein Becher, ein silberner Löffel, ein Kristall. Ja, jeder wusste. Und er war bekannt als Yossel der Gang. Einmal ist er gegangen in die Kirche, in der Nacht, und guckte seine Liste. Was kommt in die Kirche? Was sind die wertvollsten Sachen in die Kirche? Der Kreuz. Nimmt er Silber, das verkauft auf den Markt. Er war fast. Fast, der Jude hat die Kreuz von der Kirche. Todesstrafe! Nun, danach haben wir gesehen, ein Moment ist der Chayid. Eine Chance hast du. Eine Chance. Wenn du möchtest, du kannst sich schmaden. Ja, sagen, Oisi, wir spritzen Wasser mit dir ein bisschen. Aussieht, wo wir machen eine große Parade, eine Zeremonie, und dann wirst du gerettet. Hat er gesagt, okay, sehr gut. Dann spritze Wasser. Okay, wir machen eine ganze Zeremonie über die Brücke in Krakau. Und kommen die Priester und alle Menschen, so, sie haben sich gefreut. Aid wird konvertiert zu Christentum, ein gutes. Das Anlass, macht eine ganze Parade und alles, und Yossel steht da. Und mitten der Brücke, die ganze Parade geht über die Brücke auf den Weg rein zur Kirche, um das zu machen. Mitten die Brücke auf dem Weg, plötzlich Yossel der Ganef steht auf. Und er gibt das Schrei. Yossel der Ganef, Yossel der Dieb, ist ein Jid geboren
Und Yossel der Ganne wird als ein Jude gestorben. Gesprungen in das Wasser. Da stellt sich die Frage. Was hat ihm ermutigt, sein Leben aufzugeben für seine Religion? Hier ist ein Mensch, der jeden Tag in sein Leben rein garif. Jeden Tag hat er gestohlen. So, angeblich hat er nicht gerade Ehrfurcht für Gott. Weil jeden Tag hat er gestohlen. Aber hier kommt der Moment, wo der Rege Shel Emet, der Moment von Wahrheit, und der Mensch gibt sein Leben auf. Warum? Und die Antwort ist, was war das? Der Pintelit. Der Punkt, der Neshama. Und jeder Jid möchte nicht abgeschnitten sein von Gott. Möchte nicht. So warum machen wir manchmal Averot? Gott nicht euch. Weil wir kennen nicht an, wir anerkennen nicht, we don't recognize, dass in dem Moment, was wir machen, der Avera, wir schneiden uns von Gott ab. Wir denken, Ausnahme. Was? Das ist der Klaus. Ausnahme von diesem Mal. Wir denken, dass das Tatsache ist. Hätten wir in diesem Moment gesehen, hat er es nicht gemacht. Aber wir denken nicht so. Wir denken jetzt nicht so. Der Alte Rebbe gibt uns einen Rat. Der Alte Rebbe sagt, dass ein Mensch soll immer denken, mich jeder Mitzvah wird er verstärkt in Gott. Und mich jeder Avera wird er getrennt von Gott. Und das kommt von der versteckten Liebe, die jeder Jid hat. Jeder Jid hat diese Liebe. Nur, so warum macht er die Avera? Warum füllt er nicht die Liebe über? Sagen Chazal, ein Adam oisa Avera, Ella im kein nicht nas boy Ruchstus. Ein Mensch wird nie eine Wehre machen, wenn nicht ist gekommen zu ihm ein Geist der Dummheit. Was heißt Dummheit? Auch ein kluger Mensch kann eine dumme Tat machen. Manchmal jemand macht etwas Dummes einfach. Er denkt nicht. Also ein Geist von der Mensch macht etwas und danach sagt der eigene Frau, ist diese dumme Tat gemacht. Es ist nicht eine überlegte, kalkulierte Tat. Er macht das einfach, weil er fehlt so. Er agiert von seinem Gefühl. Und das ist, was Tanja sagt uns. Ella, schon nicht, was bei Ruchstus, wenn nicht mehr Leute bei Wenen so, dann bei Adus. Bei Adus sei, bei einer Schmoss im Mugdellus, mit der Kaisrael. Der Mensch denkt nicht, der Mensch denkt, sagt er, in ihm ist bloß ein Geist der Torheit eingedrungen. Ihm scheint, dass er mit dieser Sünde weiter in sein Judensein verliebt. Verbleibt, dass seine Seele nicht von Gottes Israel abgeteilt wird. Er vergisst auch die in seinem Herzen verborgene Liebe zu Gott. Ich aber kann die Menschen doch sagen, ich will nicht so ein Dumpfkopf sein wie er, um die Wahrheit zu verleugnen. Das heißt, wenn die Mensch versucht, wenn die Mensch wird bedroht, dann fehlt er. Dann ist das entweder oder, es ist klar geschnitten. Dann kommt es zu die richtige Weg. Aber die Jezahara, was versucht dazu die Menschen? Versucht die Menschen ein Täuschgeschäft zu machen. Versucht die Menschen zu verkaufen, zu Menschen Luftgeschäften. Dann sagt die Menschen, du machst das, oh, wird sein so gut. Ich habe schon gesagt, vielmal, der Mensch macht eine Weile, am Anfang denkt er, so gut. Danach denkt er, oi, was habe ich gemacht? Und der Mensch macht eine Mitzvah, am Anfang sagt er, oi, ist schwer. Und danach sagt er, so gut. Das heißt, die Jezahara versucht zu machen, dass wir vergessen. Versucht uns abzulenken von unserer inneren Liebe zu Gott. Es ist wie zum Beispiel ein Sohn, der geht weit weg von dem Älteren. Die Liebe ist immer da. Aber er fühlt nicht, er ist aufgewachsen, er fühlt nicht die Liebe jeden Mal. Und der Mensch, dadurch, dass er sagt, ich möchte nicht sein ein Böser oder ein Dummkopf wie der Rosche. Der Mensch kann sich chappen. Chapp sich. Einen Moment. Was habe ich hier getan? Wir wissen, bei Yosef Hatzadik, Yosef war Zadig, ein Zadig, aber er war in Ägypten und Potiphar hat ihm jeden Tag, die Frau von Potiphar wollte also eine Sünde mit sie machen. Und ein Tag hat sie gesagt, sie ist krank, ist allein mit ihm zu Hause geblieben. Und Yosef hat zwei Meinungen, einmal hat er gesagt, er hat fast der Rede gemacht, fast. Und dann hat er gesehen, eine Figur von seinem Vater, so eine Vision. Und hat er gesagt, Yosef, wenn du machst das, bist du vorbei. Das ist gehabt. Wenn die Mensch in die Hitze
wenn der Mensch eine Hitze hat, eine Leidenschaft hat, eine Hitze hat, stoppen. Die Gemara sagt, grab die Finger in die Wand. Stoppen. Das macht er nicht. Und die Menschen haben sich so zusammenzufassen. Jeder kann seine Beine. Jeder kann diese Gefühle von Liebe zu Gott aufwecken. Und auch wenn er es nicht geschafft, muss wissen, dass er ein Teil von Gott ist. Und deswegen kann er es machen. Und dadurch, dass er denkt an die Liebe, bewusst zu Gott, das wird ihm helfen, überwinden alle Herausforderungen, die von Jezer herkommen.